Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schlegel und wir haben den 28. September, Montag und 18.02 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip hier anfange. In diesem Clip geht es um Commerzbank und ich befinde mich auf einem 5-Jahres-Chart, eine Kerze, eine Woche von der Hypovereinsbank One Markets. Bevor ich die Analyse starte, bin ich gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu sagen, dass ich selbst Aktionär der Commerzbank bin. Das ist eine kleine Position, aber ich muss Ihnen das sagen, damit Sie da Bescheid wissen. Wie gesagt, wir haben hier den Wochenchart, eine Kerze, eine Woche. Und das möchte ich Ihnen hier zeigen. Von dieser heftigen Abwärtsbewegung von Februar diesen Jahres, von 6,83 bis runter unter 3, hat sie mit kleineren Unterbrechungen insgesamt das sogenannte Niveau von 61,8 bei Fibonacci erreicht. Da sind sie rangegangen, das war erst vor 3 Wochen. Und waren auf 5,36 und haben dann von der 5,36 nochmal unter die 4 verloren. Von der wochentechnischen Analyse her muss ich sagen, dass wir sind hier immer noch leicht negativ da, aber gelten hier schon als überverkauft auf Wochensicht. Jetzt haben wir heute hier am Montag, die Aktie hat 5,4% zugelegt, haben wir eine kleine weiße Kerze. Das war nochmal so ein finaler Sellout am Freitag und jetzt haben wir heute mal eine ordentliche Gegenbewegung. Grund für diese Gegenbewegung ist ein neuer Chef, der, wenn ich es richtig gesehen habe, am 1.1. anfangen wird. Und zwar keiner aus dem eigenen Haus, sondern ein Externer. Das ist eine Geschichte, da höre ich sofort mit großen Ohren zu. Denn aus meiner Erfahrung heraus sind Chefs, die von außen kommen, meistens für die Aktie positiv. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, Reitzle von BMW nach Linde oder Weimar bei der Deutschen Börse. Da war sie 90, das war vor, ich glaube, 2 Jahren oder 3 Jahren. Jetzt sind sie um die 160 rum. Der Hintergrund mag sein, dass ein, nennen wir es mal, Inhouse-Produkt, ich drücke es jetzt wahrscheinlich falsch aus, aber ein Inhouse-Manager, der 20, 30 Jahre schon in dieser Firma war, der kennt wahrscheinlich vom Pförtner über den Geburtstag einer jeden Sekretärin und duzt den gesamten Vorstand, aber der bringt in den seltensten Fällen neue Ideen rein. Der bricht die alten Strukturen nicht auf. Und das ist, finde ich, ein ganz großer Vorteil, wenn man einen von außen holt. Das geht nicht immer gut. Aber meine Erfahrung sagt mir, das ist in den meisten Fällen über einen längeren Zeitraum immer interessant gewesen. Und jetzt gehe ich mal mit Ihnen, ich lasse jetzt die Fibos mal drinne. Ich gehe jetzt mal mit Ihnen auf den Tag. Hier ist der Tag. Und da passiert ein bisschen was. Wir haben also hier diese Fibos, was ich sagte, dieses 61,8er. Und von dem sind wir dann runtergekommen bis unter die 4. Ich glaube 3,97 oder 98 war also der Tiefpunkt, den wir hatten am Donnerstag und am Freitag. Davon lösen wir uns jetzt. Und jetzt nehme ich mal diese Fibos hier raus und setze neue an. Also so mache ich das. Jeder Händler wird das anders machen. Ich gehe davon aus, dass jetzt hier eine Erholung ansetzt. Lege diese Fibos so hier an. Das erste Ziel wäre, rein vom Chart her, also rein von den Fibos her, der Bereich um die 4,51, gefolgt von 4,67. Diese 4,67 sind deswegen so interessant, weil das die sogenannte Abrisskante war. Als wir da runter gingen, haben wir dann relativ flott auf die 3,98 verloren. Jetzt passieren hier, ich nehme die jetzt auch mal wieder raus, die Fibos, damit Sie den Chart, ich habe gesehen, dass viele Leute schauen sich das an übers Handy. Also ich könnte es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre mir echt zu klein. Die Bänder sind heftig aufgegangen, nach oben und nach unten, klar bei dieser Bewegung. Und das obere Band, das der Bewegung abwärts entgegengesetzte Band, das obere, dreht schon leicht wieder ein. Das ist für mich positiv. Die Bänder geben Ihnen keine Richtung vor. Ich weiß jetzt nicht, ob hier eine Seitwärtsphase kommt oder eine Korrektivphase, die hochgeht. Vielleicht, was ich erwarte, bis zu dieser 4,61 bis zur 20-Tage-Linie, ungefähr da. Wir haben ein positives Signal über das MACD. Das Histogramm wird kleiner. Und selbst wenn der Kurs morgen unverändert ist oder auch leicht im Minus, wird das hier kürzer werden. Das ist Mathematik. Wir haben eine leicht drehende Stochastik, aber auch hier, ich sage es immer wieder, ich gucke da drauf, wenn sie über 20 gehen. Aber bei mir gehen hier alle Lampen an, vor dem Hintergrund auch dieser Nachricht mit dem neuen Chef. Also ich finde das grundsätzlich recht gut. Ich denke, dass der Wert hier seinen Boden gefunden hat.
Ich möchte nicht ausschließen, ich mache mal das Fadenkreuz wieder raus, ich möchte nicht ausschließen, dass er vielleicht nochmal auf die 4 geht, um dann den finalen Schwung zu nehmen. Das passiert relativ häufig, dann werden die Longs einfach nochmal rausgelassen und verunsichert. Das kann sein. Die Wahrscheinlichkeit ist da, ich erachte sie für gering. Für mich ist dieser Bereich hier um die 3,70 das letzte große Verlaufstief und so fange ich also auch an, mit den Derivaten zu arbeiten. Ich bin Mac-User, mit 2 Fingern auf die Commerzbank, ich sage Derivate öffnen. Ich ziehe jetzt diese Derivate-Box mal hier runter, damit sie uns nicht den ganzen Chart kaputt macht. Und drücke hier oben nochmal drauf, damit ich hier die Kursliste raus habe. So, in diesem Clip gibt es, wie meistens, um die K.O.-Produkte. Also drücke ich auf die K.O.-Produkte. Und ich habe das natürlich schon mal so ein bisschen vorbereitet. Wenn ich sage, 3,7 ist für mich eine Unterstützung und dann ziehe ich den Hebel von 5 auf 7. Und da habe ich hier 2 Scheine, die ich recht interessant finde. Das ist ein Hebel von rund 7. Der eine ist zeitlich limitiert. Ich weiß, es gibt Zuhörer, die mögen lieber zeitlich limitierte Scheine. In diesem Fall 16.12. Das sind noch gut und gern 2,5 Monate. Und der unten drunter ist ein unlimitierter Schein, die haben momentan die gleiche Basis. Der Unterschied zwischen beiden ist, dass der zum 16.12. die Basis nicht verändert. Der unlimitierte aber leicht in der Basis steigt. Also wenn Sie da in einer Woche drauf schauen oder in 2 Wochen, dann steht hier nicht mehr 3,63, sondern 3,64. Also es ist Geschmackssache, ich bediene mich von beiden. Und der obere, der zeitlich limitierte, ist die HR1ZHB, Heinrich Richard 1 Zeppelin Heinrich Bertha. Und der zweite, der unlimitierte, ist die HZ3DGX. Das sind diese beiden Scheine. Wenn ich ihn jetzt einen Call nenne, sollte ich ihn auch einen Put nennen. Ich tue mich natürlich damit schwer, weil ich halt davon ausgehe, dass der Wert steigt. Deswegen der Put kommt für mich auf die Watchlist. Und wenn ich den gleichen Hebel nehmen sollte, bin ich bei einem Hebel von 7 hier bei 4,83. Ich sage ganz ehrlich, das ist mir zu nah dran. Ich nehme diesen Schein auf die Watchlist, diesen 4,83er mit dem Hebel von 7. Das ist die Kennnummer HR1SQ3. Aber letztendlich müsste einer hier oben eher liegen, so im Bereich 5,40. Und da kann ich den Hebel richtig runterdrücken. Da bin ich lediglich beim, ja, das passt doch, bei einem Dreierhebel. Das ist in diesem Fall auch ein zeitlich limitierter auf den 16.12. und ist die Kennnummer HR0ZTS. Also von mir bin ich der Meinung, die Kaufsignale überwiegen und damit auch das Potenzial gegenüber dem Risiko. Wenn ich einen Call habe, habe ich ihn immer auch einen Put dazu, aber auf die Watchlist. Nur momentan erachte ich die Chance für den Wert als größer, denn das Risiko. Meine Meinung muss ich ändern, wenn der Schlusskurs der Aktie unter 3,95 liegt, weil ich dann davon ausgehen muss, dass wir uns einmal dieses Zwischentief bei 3,73 holen und vielleicht sogar nochmal auf eine 3,5. Das heißt, der Stop ist ziemlich eng. Und sowas mag ich eigentlich ganz gerne. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.